Ziel ist sicher, dass wir wissen, hey, was ist die Arbeitswelt 4.0 überhaupt? Was hat denn die neue Arbeitswelt überhaupt für Auswirkungen auf die Mitarbeitenden, die Unternehmenskultur? Warum ist das so wichtig in der neuen Arbeitswelt? Und am Schluss, wenn wir noch kurz darauf eingehen, warum das Potenzial von dem Ganzen riesig ist. Allegra zum vierten GR Digital Learn and Lunch. Das ist so eine unregelmäßige Reihe, die wir bei Graubünden Digital machen, wo wir wirklich Inhalt mit einem Bezug zur digitalen Transformation weitergeben und den Austausch fördern. Und darum freue ich mich heute ja, außerordentlich, darf ich sogar zwei Referenten begrüßen. Das sind das der Pascal und Stefan, Gründer und Geschäftsführer von Fundamensch, die uns heute etwas über den Mensch in der Arbeitswelt 4.0 erzählen werden. Das wird der erste Teil sein, circa eine halbe Stunde. Und nachher haben wir noch mal eine halbe Stunde Zeit, wo ihr eure Fragen dann könnt stellen, wie das Ganze dann wird ablaufen. Sage ich dann euch im Anschluss zum Input-Referat von Stefan und Pascal. Bitte, ihr dürft sehr gerne übernehmen. Dankeschön. Dann teilen wir noch einmal den Bildschirm. Seht ihr jetzt alle Präsentation? Hat es geklappt? Perfekt. Sehr gut. Dann auch noch auf unserer Seite herzlich willkommen zu dem Webinar. Wir haben den Pascal und ich bin der Stefan und in der nächsten halben Stunde erzählen wir euch jetzt wirklich rund um den Mensch in der Arbeitswelt 4.0 etwas. Und zum mal den Rahmen abstecken, was das Ziel ist von heute. Das Ziel ist sicher, dass wir wissen, hey, was ist die Arbeitswelt 4.0 überhaupt? Was ist, warum gibt es die? Wo kommt das? Was hat denn die neue Arbeitswelt überhaupt für Auswirkungen auf die Mitarbeitenden? Was bedeutet das für alle, die in dieser Arbeitswelt arbeiten? Und dann natürlich auch zum grossen Teil der ganzen Kultur, die wir noch thematisieren wollen. Oder was hat die Unternehmenskultur? Warum ist das so wichtig in der neuen Arbeitswelt? Und am Schluss, wenn wir noch kurz darauf eingehen, warum das Potenzial von dem Ganzen riesig ist und ja, wir sind eigentlich in jedem Unternehmen weitergehen könnte. Kurz noch zu uns. Wie gesagt, wir sind ein relativ junges Unternehmen. Uns gibt es jetzt gerade etwa ein Jahr, so offiziell gegründet. Und wir sind eigentlich wirklich mit unserem Jahrgang 1995 sind wir Vertreter von diesen jüngeren Generationen, gerade so zwischen Y und Z, die in Zukunft auf dem Arbeitsmarkt, ja, wo halt auch mitprägen wollen und wo ein Haufen drin reinkommen werden. Und wir können einfach wirklich unsere Hintergründe so kombinieren, der Pascal so ein bisschen das Betriebswirtschaftliche, das Technische und somit verstehen wir die Unternehmen und auch die ganze Arbeitswelt oder die ganzen Treiber von dieser neuen Arbeitswelt, wo das Ganze vorwärts bringen. Und die Expertise, wenn wir eigentlich wirklich an der Schnittstelle Arbeit, Mensch, wenn wir dort eigentlich einbringen. Und wir sehen uns wirklich so als Brücke zwischen der Forschung und der Praxis. Das heisst, wir tun nicht das neueste Zeug erforschen und schauen, was ist möglich, sondern wir schauen viel mehr, hey, was gibt es, wie kann man das wirklich im Alltag von möglichst vielen Menschen einbringen, dass es dann nachher auch ja, von möglichst vielen Unternehmen, die vielleicht nicht Google sind, einen Mehrwert bietet. Und das ist auch schon über uns. Jetzt gehen wir mal zur Frage nach, hey, warum gibt es die Arbeitswelt 4.0 überhaupt? Und um das zu verstehen, müssen wir mal ein paar hundert Jahre zurückschauen. Und zwar hat es im 18. Jahrhundert hat so die erste industrielle Revolution dort stattgefunden. Und die war eigentlich wirklich getrieben durch die Dampfmaschine, durch die Erfindung, dass man nachher auch Wasser- und Dampfkraft können nutzen und die dann wirklich das Industriezeitalter eingeläutet. Dann, ein später, 1870 bis 1920 ungefähr, ist so die zweite industrielle Revolution hat stattgefunden und die ist wirklich geprägt von elektrischer Energie, wo es dann auch erlaubt hat, dass man Massenanfertigung kann machen, dass man Fließbänder nutzen kann, dass man auch in der Nacht arbeiten kann und so weiter, dass man wirklich nochmal viel höhere Produktivität auch hat, was dann auch viel mehr auf den Markt zur Verfügung gestellt haben. Und dann in den 70er und 80er Jahren, hauptsächlich vom letzten Jahrhundert, hat die dritte industrielle Revolution stattgefunden, wo wirklich durch die Elektronik und die ganze IT, die ersten Vernetzungen, die Computer und so weiter, wo daraus geprägt war, dass man ja wirklich noch einen riesen Schritt gemacht hat in der maschinellen Fertigung. Und heute sind wir eigentlich mitten in der vierten industriellen Revolution.
Und das ist so nebenbei auch noch die einzige, die schon ausgerufen wird, während wir schon dort mit drin sind. Und zwar ist die vierte industrielle Revolution ist aufgrund von der globalen Vernetzung, von der Informationsverfügbarkeit, oder, dass wir eigentlich jede Information fast auf der ganzen Welt immer abrufen können, dass wir auf der ganzen Welt kommunizieren können. Und es macht eigentlich die ganze Welt auch viel schneller und kleiner. Und in Anlehnung so einer Softwareversion wird die vierte industrielle Revolution, also ein bisschen Industrie 4.0 genannt. Und das Pendant zu der Industrie 4.0, also wie schaffen wir in der Industrie 4.0, das ist neben der Arbeitswelt 4.0. Und von dort kommt der Begriff. Und was von wo die genau kommt, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, noch kurz zu diesem Begriff. Wir werden jetzt in Zukunft nur noch von neuer Arbeitswelt reden. Und so aus einem einfachen Grund, weil es eine Haufen Sachen gibt, wie New Work, Arbeitswelt 4.0 und so weiter, wo so Begriffe sind, die etwas beschreiben. Und am Schluss geht es weniger darum zu sagen, hey, von wo kommt das alles und ja, was ist jetzt die theoretisch richtige Herleitung, sondern vielmehr ist doch die Frage im Zentrum, hey, wie kann man die Arbeitswelt gestalten? Und darum nennen wir es einfach neue Arbeitswelt. Genau, auf die Folie geht dann nachher der Pascal noch genauer ein. Jetzt, ich will nur noch kurz etwas zu den Treibern sagen, warum die Arbeitswelt überhaupt so ist oder sich so entwickelt, wie wir sie jetzt kennen. Und es sind sicher drei Faktoren, wo der Hauptantrieb geben oder zu einem ist der wirtschaftliche Wachstumsgedanke. Der führt dazu, dass wir immer mehr Digitalisierung haben, dass wir, der verstärkt natürlich auch den Fachkräftemangel, oder, weil immer mehr Jobs geschaffen werden und so weiter. Dann haben wir noch den demografischen Wandel. Auf den kommen wir nachher noch genauer zu reden. Der ist aber sicher sehr stark verantwortlich für den Fachkräftemangel auch. Und am Schluss kommt noch der Generationenwertewandel, wo auch ein riesiges Thema ist, wo wir auch noch jetzt genauer darauf eingehen nachher. Nochmal zum demografischen Wandel. Wie gesagt, ein grosses Problem oder eine grosse Herausforderung, die wir haben in der Schweiz und eigentlich in ganz Europa und der westlichen Welt, ist der demografische Wandel. Und das ganz einfach gesagt, nicht mehr gleich viele Leute von unten nachkommen, wie oben pensioniert werden. Und da sehen wir die demografische Pyramide von der Schweiz aus dem Jahr 2020. Und wir haben da mal eingerahmt, im oberen roten Rechteck, welche Leute in den nächsten plus minus 15 Jahren rein vom Alter her pensioniert werden. Und unten dran, wie viele Leute auch etwa vom Alter her nachkommen und in den Arbeitsmarkt eintreten. Und wir sehen, da haben wir einen riesigen Unterschied. Das heisst, es kommen niemals gleich viele Leute nachher von unten, wie oben der Arbeitsmarkt verlässt. Und das ist natürlich eine Herausforderung, weil nicht jede Person eins zu eins ersetzt werden kann. Weil wir es einfach schlicht zahlenmäßig nicht haben. Und zudem, wie gesagt, das ist eigentlich ein Treiber vom Fachkräftemangel. Der Fachkräftemangel ist aber noch ein viel komplexeres Problem. Wenn wir es mal anschauen, so ganz vereinfacht, haben wir doch eine Nachfrage an Arbeitskräfte, das kommt aus der Industrie, das kommt von Unternehmen, die etwas machen wollen. Und auf der anderen Seite haben wir ein Angebot an Arbeitskräfte. Und das sind wir alle, die unsere Arbeit zur Verfügung stellen. Und in der idealen Welt deckt sich natürlich die Nachfrage genau mit dem Angebot. Das heisst, für jede Stelle gibt es jemanden, der sie besetzt. Es gibt keine Arbeitslose und es gibt keine offene Stelle. Jetzt ist aber die Realität so, dass sich Nachfrage an Arbeitskräfte immer vergrößert. Das heisst, eben wegen wirtschaftlichen Wachstumsgedanken, Digitalisierung und so weiter, brauchen wir immer mehr Arbeitskräfte. Und gleichzeitig haben wir wegen dem demografischen Wandel von vorher immer ein kleineres Angebot an Arbeitskräften, die diese Stellen auch besetzen kann. Und dazu kommt noch, dass sich das Angebot respektive die Nachfrage im Verhältnis zum Angebot auch verschiebt. Oder? Das heisst, Nachfrage an Arbeitskräfte oder die Stellen, die wir besetzt werden, die verschiebt sich, die sind in einen anderen Bereich als die Leute, die ihre Arbeit gerne anbieten würden auf dem Arbeitsmarkt. Und es ist eigentlich eine riesige Herausforderung, weil man auf der einen Seite die Stellen nicht mehr besetzen kann und auf der anderen Seite haben wir Leute, die ihre Qualifikation, die sie haben, nicht mehr direkt brauchen können. Und das ist das Fiese am Fachkräftemangel, oder? Das wird jetzt zwei Probleme eigentlich mit sich hat. Jetzt haben wir auch noch gesagt, der Generation und der Wertewandel ist ein grosses Thema. Und was ich sehr spannend finde, oder was wir von Fundament sehr spannend finden, ist, dass wir eigentlich, das sind jetzt Zahlen aus dem 2018, das war etwa vor 4 Jahren gewesen, aber es ist immer noch relativ ähnlich und spannend daran ist doch, dass man redet immer von der Generation Y, Generation Z, wir ja auch, die nachher kommt in den Arbeitsmarkt oder die Arbeitswelt verändern will und so weiter.
Aber es sind gleich noch etwa die Hälfte der Leute, die im Moment erwerbstätig sind, sind von der Generation Babyboomer und Generation X. Und das ist einfach etwas, was wir extrem wichtig finden, so im Hinterkopf zu behalten, dass man wirklich auch weiss, hey, wir haben eine Arbeitswelt, wo wirklich vier verschiedene Generationen drin leben, wo alle von der Arbeitswelt profitieren können und das nicht nur eine sein soll, die auf Generation Y oder Generation Z ausgerichtet ist, sondern dass man sie wirklich so gestalten soll, dass sie allen zu gut kommt. Wie gesagt, wir haben vier Generationen und die haben natürlich verschiedene Prägungen. In der Zeit, wo sie in die Arbeitswelt eingestiegen sind, sind natürlich andere Wertungen gewesen, andere Probleme, andere Herausforderungen und das prägt natürlich. Und wir haben hier mal die Prägungen von den Generationen, wo sie zu der Zeit, wo sie in den Arbeitsmarkt eingetreten sind, erlebt haben oder gekriegt haben. Und bei der Generation Babyboomer ist es sicher so gewesen, dort ist es darum gegangen, hey, wir leben zum Arbeiten. Einfach aus einem einfachen Grund, weil man mal Ruhe hat in Europa, weil man mal wirklich hat wieder die Wirtschaft aufbauen wollte, weil es wirklich darum gegangen ist, zum Wachsen und so eine goldige Zukunft hat gewartet. Das war so ein bisschen das Motto gewesen. Dann mit der Generation X ist dann schon viel mehr an ums Leben gegangen. Dort ist dann so die ganze Work-Life-Balance aufgekommen. Das heisst, man hat immer mehr gesagt, hey, wir arbeiten, aber eigentlich arbeiten wir zum Leben und nicht umgekehrt. Und darum ist eben die ganze Freizeit auch wichtiger geworden immer. Und dann in der Generation Y ist der Trend immer weiter gegangen und dort ist man dann eigentlich schon recht nach zu Arbeit und Leben verbinden gekommen. Also das heisst so das ganze Work-Life-Blending, wo man immer gesagt hat, dass man das Ganze, die Arbeitszeit und die Freizeit sehr flexibel gestaltet und sogar miteinander vermischt. Dass man vielleicht am Morgen mal zum Gewaffer geht, dafür am Abend noch Mails macht oder was auch immer. Dass das eigentlich die Grenzen zwischen der Arbeitszeit und Freizeit viel fester aufgeweicht werden. Und jetzt, in der Generation Z, geht es fast wieder ein bisschen in eine Gegenrichtung, könnte man meinen. Und zwar sehen sie so die Arbeit als Teil des Lebens. Und das nennen wir auch so ein bisschen Work-Life-Separation, dass man wirklich die Arbeit hat. Ein wichtiger Teil ist ein Teil des Lebens und ein Teil von Identität. Aber man will es wieder ganz klar abtrennen, hey, wen schaffe ich und wen habe ich frei. Aber dass man nicht mehr alles genau miteinander vermischt. Und von dem aus kommt sicher auch ein Stück weit die Sinnhaftigkeit, die man mehr kommt, oder dass das Arbeiten zwar ein Teil des Lebens ist, ein wichtiger Teil, aber dass es auch noch ganz viel anderes gibt. Und wenn man schon Zeit investiert für etwas, wie zum Beispiel zum Arbeiten, dann will man auch etwas Sinnvolles machen, einfach gesagt. Ja. Wir haben jetzt noch ganz kurz probiert, die neue Arbeitswelt so ein bisschen aufzuzeigen, von wo sie kommt. Jetzt noch ganz kurz, oder was macht denn die Arbeitswelt überhaupt aus? Wie kann man sie charakterisieren? Und was sicher so ist, das ist das, was wir jetzt ganz am Schluss gehört haben, sie ist sicher geprägt von den verschiedenen Einstellungen, von den verschiedenen Mentalitäten. Es ist alles immer schneller und komplexer, oder? Es ändert sich schneller, es sind immer schwierigere Aufgaben, alles ist globaler. Man hat durch das auch viel höhere Unsicherheit, weil man ja nicht weiss, hey, was ist morgen, was ist in einem Jahr, wenn sich alles immer schneller ändert. Und zudem her haben wir auch einen höheren Effizienz- und Produktivitätsdruck, einfach aus dem Grund von der ganzen globalen Konkurrenz, aufgrund von der Vergleichbarkeit online, dass man immer alles mehr optimieren möchte und so weiter. Das ist sicher ein sehr grosser Faktor in der neuen Arbeitswelt. Und als wäre das alles nicht schon genug, haben wir dann, wie gesagt, auch noch den Fachkräftemangel, der eine grosse Herausforderung darstellt. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie wir es im Titel auch antun, oder der Mensch in der Arbeitswelt 4.0, ist das jetzt gut oder schlecht für den, dass die ganzen Treiber so stattfinden, dass das alles sich so verändert? Ist das gut oder schlecht für einen Mensch, für einen einzelnen Mensch, der einfach arbeiten will und seinen Lebensunterhalt bestreiten? Und wenn man jetzt mal anschaut, hey, wie fühlt sich echt irgendein Mensch in dieser Arbeitswelt mit all diesen Herausforderungen? Und da ist sicher so, dass man sehr grosse Challenges hat persönlich mit der ganzen Ungewissheit, oder? Man weiß nicht, hey, wo geht es her für mich, was mache ich vielleicht morgen, was mache ich in einem Jahr, kann ich das mein ganzes Leben noch so weitermachen, man muss sich sowieso auf das einlassen, dass halt einfach nicht alles gewiss ist. Das ist alles natürlich auch sehr stark verbunden mit dem ganzen Sicherheitserleben, oder? Man weiß nicht, hey, gibt es meinen Job noch, braucht mich mein Unternehmen vielleicht noch in 5 Jahren, kann ich gar nicht mehr machen mit meiner Qualifikation und so weiter. Dann kommen natürlich auch wieder neue Technologien dazu, wo man wieder lernen muss, wo man wieder sich weiterentwickeln muss. Die Welt ist auch immer mehr geprägt so von Reorganisationen, dass eine Firma immer wieder umstellt. Das ist auch immer eine Herausforderung für die Leute. Und man muss natürlich auch als Arbeitnehmender sehr häufig Bestehendes verlassen, oder dass man sich ja, neue Aufgaben hingibt,
neue Teams und so weiter, dass man einfach viel mehr die Veränderung auch erlebt im Alltag. Und wie gesagt, es gibt ganz viele andere Aufgaben, die Komplexität der Aufgaben wird auch immer höher. Und das ist sicher eine sehr grosse Herausforderung für jeden Einzelnen von uns. Und was das auf der anderen Seite bedeutet, ist sicher, dass man einfach so sein Leben lang lernen muss, dass man sich die allermeisten das Leben lang wirklich einfach weiterentwickeln müssen und ja, sich so eigentlich wirklich der neuen Arbeitswelt auch anpassen. Das ist natürlich eine sehr grosse Herausforderung, die wir alle haben. Und um das noch ein bisschen verbildlich haben wir hier mal dargestellt, wie es im Moment so auf dem Arbeitsmarkt ist. Es ist sicher so, dass die Mehrheit von der verfügbaren Arbeitsstellen eine gewisse Qualifikation brauchen, auf einem gewissen Niveau. Und jetzt ist es aber so, dass in Zukunft, oder vielleicht auch, wenn man noch weiter zurückschaut, ist es in die andere Richtung, aber in Zukunft ist es sicher so, dass die Mehrheit von der verfügbaren Arbeitsstellen, dass die immer komplexer werden, immer schwieriger. Und dass wir ganz andere Qualifikationsanforderungen haben. Das ist das, was wir vorher schon im Fachkräftemangel angesprochen haben. Es bleiben nachher unten dran ganz viele Leute zurück, die eine gewisse Qualifikation haben für ihren Beruf, aber wo der Beruf sie einfach nicht mehr gibt oder wo der komplexer geworden ist und sich die Leute darum entsprechend müssen weiterentwickeln und weiterbilden und so eigentlich wirklich von dem lebenslangen Lernen begleitet sind. Und das lebenslange Lernen, das ist wirklich etwas, das lässt uns nicht mehr los, und zwar eigentlich wirklich aus drei Gründen. Weil einerseits ist es so, durch die schnellere Welt verändert sich auch immer das Intervall, wo man die geforderten Kompetenzen, wo sich die verändern. Das heisst, man muss immer schneller wieder etwas anderes können, etwas anderes machen. Das heisst, es langt nicht mehr, wenn man mit 16 einen Job lernt, dass man den bis 65 machen kann. Es wird immer schneller, weil sich die Anforderungen, die geforderten Kompetenzen verändern. Dann ist es natürlich auch so, dass in der neuen Arbeitswelt haben wir ganz andere Arten von Zusammenarbeiten. Man hat viel mehr Verantwortung, viel mehr Selbstverantwortung, Selbstbestimmung. Und das sind natürlich auch ganz andere Kompetenzen, die oftmals gefordert sind, wenn man oftmals ja, sich selber auch noch managen muss. Und durch die ganze Digitalisierung und so weiter kommen auch ganz viele neue Kompetenzen dazu. Das heisst, wenn man früher einen Job hatte, der vielleicht handwerklich war, in der Pflegebranche oder wo auch immer, muss man oftmals auch noch ganz viele Sachen rund um Digitalisierung mitbringen, ganz viel digitale Kompetenz. Und ja, das ist jetzt ändern, das sind noch sehr grosse Herausforderungen getönt für Mitarbeiter mit dem lebenslangen Lernen. Alle Menschen müssen sich weiterentwickeln, um in der Arbeitswelt bestehen. Auf der anderen Seite haben wir, wie gesagt, auch den Fachkräftemangel. Und der ist gewissermaßen natürlich auch eine Chance, einerseits für die Mitarbeitenden, aber andererseits eben auch für Unternehmen, weil es das erste Mal so wirklich einen Grund gibt oder einen Drang, um sich damit auseinanderzusetzen, hey, wie kann ich die Arbeitswelt eigentlich auch gestalten? Was kann ich jetzt aus dieser Situation machen? Wie kann ich die Arbeitswelt gestalten, dass Leute wirklich zu mir arbeiten kommen wollen? Und auf diesen Teil, wie man jetzt die Arbeitswelt gestalten kann, geht jetzt passt mir noch ein bisschen im Detail ein. Genau, also hallo zusammen auch von meiner Seite. Vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassend bis dahin. Wir haben jetzt noch ein bisschen vom Stefan gehört, auch in welche Richtung dass es geht, warum dass wir die neue Arbeitswelt haben. Jetzt im zweiten Teil wird ich euch auch ein bisschen aufzeigen, ja gut, was passiert jetzt überhaupt in Unternehmen. Darum bewegen wir uns ab jetzt so ein bisschen in dem unternehmerischen Kontext. Was wir gehört haben, ist klar, die Digitalisierung, die wird prägt sein, natürlich. Und das ist ja, das merken wir alle von diesen effizienzsteigernden Massnahmen. Das muss jedes Unternehmen machen. Macht man häufig auch automatisch. Ganz einfaches Beispiel, niemand mehr hat Faxgeräte in einem Büro heute, wenn man mit modernen Chatfunktionen und E-Mails kann, ja, miteinander kommunizieren. Was aber jetzt eben genau spannend ist, ist die andere Seite, die wir hier rechts sehen, nämlich die Attraktivitätssteigerung für uns alle als Mitarbeitende, wo sich Unternehmen damit beschäftigen müssen, weil wir eben den Fachkräftemangel haben. Sprich, wer genug Leute haben will, finden will in Zukunft, der wird sich auch müssen mit der Frage auseinandersetzen, wie kann ich die Digitalisierung nutzen, um eben attraktiver zu werden. Jetzt fragt man sich einmal, gut, was heisst denn in der neuen Arbeitswelt überhaupt attraktiver werden? Und wir reden da so ein bisschen von strukturellen Veränderungen, die man ein bisschen aufteilen kann in vier Blöcke. Das eine, wo sicher ein grosses Thema ist und man auch viel liest, ist so da der Strang ganz links, nämlich die ganze Flexibilisierung. Wir reden von neuen Arbeitsorten, von Arbeitszeiten, die flexibilisiert werden, aber auch ganzen Anstellungsmodellen, dass man beispielsweise zwei Teilzeitjobs hat und so weiter.
Dann reden wir auch davon, dass von der ganzen HR-Seite, dass da natürlich viel mehr strategische Relevanz kommt. Beispielsweise reden wir heute von Talentmanagement, wir reden heute von viel komplexeren Fort- und Weiterbildungskonzepten in Unternehmen, betriebliches Gesundheitsmanagement gewinnt in Bedeutung. All das ist, wie wenn wir das bis dahin gehört haben, logisch, weil man eben halt einfach den Mensch mehr ins Unternehmen auch binden will und binden muss. Geht dann auch so ein bisschen in die gesamte Strukturen rein, auf der rechten Seite von dieser Folie, nämlich flachere Hierarchien beispielsweise, weil Entscheidungen auch schneller getroffen werden heute und unsere Welt eben schnelllebiger ist. Und ganz klar ist auch, dass sich die Führung eben verändert wird. Beispielsweise Teilzeitführung, Top-Sharings und so weiter. Das sind alles Sachen, die hoch werden und die durch die ganze Digitalisierung heute eben auch möglich sind, um in Unternehmen einzuführen. Auf was wir jetzt aber viel mehr möchten eingehen, ist die ganzen kulturellen Massnahmen. Das, bis dahin sind es so die strukturellen gewesen. Wir befinden die Menschen aber ganz fest davon überzeugt, dass es zuerst mal eine Kultur braucht, um überhaupt über diese Strukturen können zu reden, die man neu einführen will. Und da kann man ganz ein einfaches Beispiel auch machen. Es bringt mir nichts, wenn ich meine Arbeitszeit in einem Unternehmen flexibilisiere. Und sagen, es kann jeder dann kommen und gehen, wenn er will. Hauptsache, er schafft seine Zeit und macht seinen Job. Und nachher schaut gleich jedes Mal der Chef oder die Chefin blöd, wenn ich eben erst um 10 Uhr ins Büro reinlaufe. Oder? Und das zeigt so ein bisschen auf, warum eben die Kultur so wichtig ist. Und darum, Kultur, New Culture, so ein bisschen der Erfolgsfaktor, um das Ganze oder um die ganze Arbeitswelt eben einzuführen, auch in Unternehmen und die Transformation erfolgreich zu gestalten. Jetzt kann man sich mal fragen, ja gut, was ist denn so eine moderne Kultur? Und da ist mir ganz wichtig, vor die Folie auszuführen, es gibt nicht die perfekte Lösung, die man einfach so in alle Unternehmen implementieren kann. Kultur ist immer stark prägt von der Branche, wo man drin ist, natürlich von der Strategie, Unternehmensweit, die man hat und so weiter. Aber es gibt gewisse Faktoren, wo wir heute wissen, okay, wenn ich so in die neue Arbeitswelt mit transformieren will, dann gibt es so Erfolgsfaktoren und Punkte, wo man kann sagen. Ein Punkt ist ganz sicher die Führung, die sich verändern wird. Die Führung, die viel mehr in die Richtung geht, dass es eben über Inspiration soll gemacht werden, über Vision. Die vorgesetzte Person ist nicht mehr die, die morgen alle Aufgaben verteilt hat, es ist am Abend gemacht und dann wird es kontrolliert, sondern man will die Mitarbeiter eben auch mitnehmen, die sollen selber können mitgestalten, sollen inspiriert werden. Dann baut die neue Kultur ganz klar auf Vertrauen auf, viel mehr Vertrauen, und zwar nicht, weil es einfach gut tönt, sondern auch das ist logisch, wenn eben die Arbeit flexibilisiert wird, zeitlich und örtlich, ist völlig logisch, dass man auch viel mehr Vertrauen haben müssen untereinander, weil man sich gar nicht mehr so oft sieht und eben auch der Kontrollfaktor, den man bis jetzt hatte, eben auch ein bisschen weiter weg ist. Dann reden wir auch von Fehlerkultur. Wir haben es auch schon angetönt, es wird alles schnelllebiger, komplexer. Ist ganz klar, da werden auch Fehler passieren. Und wer das Tempo gehen will, der muss vielleicht auch Fehler machen. Und die Fehlerkultur ist nicht selbstverständlich, das wissen wir alle in der heutigen Arbeitswelt. Dann ein Thema, das auch ganz spannend ist, ein bisschen prägt auch ja, aus der Wissenschaft raus, das weiss man heute, so die beidhändige Führung. Heute kennen wir vor allem so den transaktionalen Führungsstil, nämlich dass die vorgesetzte Person alles kontrolliert, von oben ab delegiert und voll im Zentrum von dem Ganzen steht. Und wir reden immer mehr vom transformationalen Führungsstil, wo eben die vorgesetzte Person nur noch Rahmenbedingungen, Richtlinien setzt. Da geht es auch um das erste Thema, das ich gesagt habe, Führung über Inspiration. Und durch das eben die Mitarbeitenden viel mehr selber gestalten können, viel mehr Freiraum haben, in dem Rahmen sollen auch Fehler gemacht werden. Jetzt ist aber klar, das kann nicht überall passieren, sondern man muss sich gut überlegen, wo braucht es welche Art von Führung. Muss man sich sehr gut überlegen. Wichtig wird auch die Vorbildfunktion sein. Einfach auch, ja, weil das ein grosses Thema ist, wenn man auch weit weg ist, man hat mehr Distanz untereinander, es wird Vorbilder brauchen, man hat immer so ein bisschen Gefahr, wenn man von dieser neuen Arbeitswelt redet, dass man von laissez-faire anfängt zu reden, jeder kann einfach machen, was er will, das ist es überhaupt nicht, sondern es braucht wahrscheinlich eben noch viel mehr die Vorbilder und die klaren Vorgaben. Sinnhaftigkeit führe ich nicht mehr gross weiter aus, das haben wir vom Stefan auch schon gehört, warum das wichtiger wird, ist, denke ich, klar. Und eben prägt ist die Kultur sicher auch von flexiblen Strukturen. Und was ich jetzt machen möchte, ist einfach mal ein Thema rausnehmen. Wir haben bei Fundamenten reden immer so von 7 Handlungsfeldern, wenn wir von Kultur reden und von Kultur verändern, wo man darin tätig ist. Und ein Handlungsfeld, wahrscheinlich das grösste, ist das Thema Führung. Und ich werde einfach anhand von diesem Beispiel mal aufzeigen, was heute auf Führungspersonen überhaupt alles zukommt in dieser neuen Arbeitswelt und mit was für Themen sich die auch auseinandersetzen müssen. Und
ja, möchte das einfach mal machen mit der Folie. Wir haben einen Bereich, wo ganz sicher wir alle schon feststellen, nämlich die Führung auf Distanz, wo, ja, wo Einzug gehalten hat in unserer Arbeitswelt. Führung auf Distanz heisst aber nicht einfach, okay, jetzt sind halt meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach weiter weg, sondern es heisst eben auch, das ist irgendwo Verlust von Kontrolle. Ich muss mehr Vertrauen können entwickeln, weil ich habe einfach meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht mehr im Büro nebendran. Bedeutet auch, dass die Organisation und der Austausch sich verändert. Man muss es viel besser organisieren, dass das gleich noch auf einem guten Level stattfindet. Es hat einen Einfluss auf die ganze Fürsorgepflicht, die gesetzlich verankert ist. Ist nicht mehr das Gleiche, wenn ich halt meine Mitarbeitenden nur noch einen Tag in der Woche sehe, beispielsweise. Und was mir persönlich auch oder uns persönlich ein wichtiges Anliegen ist auch die Leistungskultur. Also eine neue Arbeitswelt bedeutet nicht einfach, alles ist lässig und gut und schön, sondern wichtig ist auch, dass die Leistungskultur nach wie vor ja, muss, also die muss rum sein, oder? Und ich denke, da sind wir uns auch alle einig. Und die Leistungskultur wird aber ganz neu definiert, wenn eben anders geschafft wird. Und über das muss man mit den Mitarbeitenden eben auch reden, dass die trotzdem vorhanden ist. Dann ist die Führung auch geprägt natürlich von neuen Werten, die heute kommen. Auch da, das zieht sich durch, die Sinnhaftigkeit, die kommt. Mitarbeitende werden heute viel mehr mitbestimmen und mitgestalten. Wenn heute Vorgesetzte das nicht zulassen, dann hat man ein Problem, weil nämlich die Mitarbeitenden schlichtweg nicht motiviert sind, nicht zufrieden sind. Auch ein Faktor, der einen grossen Einfluss hat, ist, das sehen wir immer wieder, die Loyalität gegenüber einem Arbeitgeber, der ganz stark abnimmt und abgenommen hat mit den Generationen. Wir sehen heute viele Leute vor der Pension, die das Leben lang fast im gleichen Betrieb waren. Heute, meine Generation, die wechselt den Arbeitgeber sehr schnell. Da braucht es nicht wahnsinnig viel. Und jetzt kann man das einfach akzeptieren und schauen, was mache ich daraus, oder man kann sich darüber beklagen. Aber klar ist, auch das verändert natürlich Führung, weil es viel mehr Wechsel gibt in Teams. Und Flexibilisierung, Entschuldigung, das habe ich auch schon angekündigt oder auch schon, haben wir auch schon thematisiert hier, dass ja, jede vorgesetzte Person sich wird müssen damit auseinandersetzen, was kann ich da dazu beitragen für mein Team. Was wir auch immer hören im Rahmen neuer Arbeitswelt, ist, dass alles so richtig Expertenorganisation geht. Das heisst, weil alles schnelllebiger ist, weil alles muss schneller entschieden werden, wird eben nicht mehr alles an der höchsten operativen Stelle entschieden, vor allem in grösseren Betrieben, sondern man schafft viel mehr Gremien und Expertenteams, die dann direkt entscheiden. Aber auch das hat natürlich wieder einen direkten Einfluss auf die Führung. Wenn jemand seit 20, 30 Jahren jeden Entscheid selber getroffen hat und jetzt aufs Mal andere mitentscheiden zumindest oder sogar eigenständig entscheidend, hat das einen Einfluss auf mich als Führungsperson. Und das verändert natürlich auch die Zusammenarbeit, auch die wird komplexer, es braucht auch wieder mehr Austausch und so weiter. Und schlussendlich leben wir auch in einer schnelleren Welt, wo wiederum Führung beeinflusst, weil Entscheidungen, wie gesagt, müssen schneller getroffen werden. Ich verliere irgendwo vielleicht dann auch die Übersicht, ich muss wirklich gegen Abend delegieren. Ist ein Stück weit auch das Thema Kontrolle, ja, wo ich einfach nicht mehr auf dem gleichen Mass kann machen und durchführen. Und einfach anhand von dem Beispiel, ist ein bisschen ein Exkurs jetzt gewesen, da, möchten wir aufzeigen, wie wichtig es ist, über die Themen zu reden und zu diesen Themen eine ganz klare Richtlinie und ganz klare Leitplanken auch und Wert zu setzen, damit das gleiche Verständnis in einem Unternehmen eben auch da ist. Weil nur dann wird nachher die Transformation abgelingen. Und über die Themen muss man am Schluss reden. Jetzt ganz wichtig, die neue Kultur, wo ich jetzt davon hatte, das ist mehr als nur ein Ermöglicher von dieser Transformation. Es ist, bringt auch einen finanziellen Nutzen. Ich möchte kurz auf drei Kennzahlen eingehen oder drei Fakten. Wir wissen heute, dass bis zu 31% vom finanziellen Unternehmenserfolg durch eine gute und ausgeprägt gute Unternehmenskultur erklärt werden können. Das heisst, Unternehmen, die eine gute, solide Unternehmenskultur haben, Mitarbeitende haben, die sich dort auch verwirklichen können, sich ja, können einbringen können, die können bis zu einem Drittel vom Erfolg von denen oder vom finanziellen Erfolg kann dort erklärt werden. Und das ist schon eine eindrückliche Zahl, weil das ist doch ein Drittel vom Unternehmenserfolg. Finde ich sehr spannend. Dann auch eine spannende Zahl, wo wir finden, sind die 28,7%. Also jeder dritte bis jeder vierte Erwerbstätige in der Schweiz ist heute emotional erschöpft.
Und das klingt ja grauenhaft in so einem entwickelten Land, wie wir es eigentlich sind, wenn man das so liest. Weil, also ich persönlich bin emotional erschöpft, das klingt doch sehr hart. Und ja, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, wie eine emotional erschöpfte Person in einem Unternehmen wirklich auch noch ja, den Mehrwert bringen kann, wo man, ja, wo man sich wünscht. Und ja, wenn man sich mal vorstellt, was die Person könnte bringen in einem Unternehmen, wenn sie nicht emotional erschöpft wäre, ist das sehr eindrücklich. Also auch die Zahl finde ich persönlich sehr spannend. Und dann haben wir auch noch eine Zahl, wirklich in absolute, also absolut gemessen in Schweizer Franken, 7,6 Milliarden. Das ist das Produktivitätspotenzial in der Schweiz, in der Unternehmenslandschaft, wenn wir gesund, nachhaltig und glücklich schaffen. Jetzt ganz kurz, wie kommt die Zahl zustande? Das sind zwei Sachen. Zum einen sind das Leute, Mitarbeitende, die arbeiten gehen, obwohl sie krank sind. Kann eins zu eins auf die Unternehmenskultur zurückgeführt werden, weil sie einfach sich nicht getrauen, um daheim zu bleiben, weil sie Angst haben vor Konsequenzen. Die bringen dort ihre Leistung nicht, sie stecken weitere Mitarbeitende an, sie bringen schlechte Stimmung rein und so weiter. Ist klar, dass da Geld verloren geht. Der zweite Teil von dieser Zahl sind aber auch Leute, die auch daheim bleiben, weil sie auf gut Deutsch gesagt einfach keine Lust und keinen Bock haben, um zu arbeiten. Und wenn man das könnte, logisch, die perfekte Welt gibt es nicht, aber wenn man das könnte verbessern, dann hätten wir das Potenzial nur in der Schweiz von 7,6 Milliarden. Auch ganz spannend und auch totales Kulturthema. Jetzt noch ganz kurz eine Folie, was trägt jetzt Fundament dazu bei? Wir haben gesagt, Fundament ist vor allem dort drin tätig, den Kulturprozess zu moderieren und die Kultur eben auch in Unternehmen zu etablieren und zu prägen. Wir sagen aber ganz klar, das ist uns sehr wichtig, wir bringen die Werte, die Prägung aus unserer Generation ein, wir bringen Methodik und Wissen ein, moderieren den ganzen Prozess, aber, und das ist wahnsinnig wichtig und darum zeigen wir die Folien auch, wenn man von einer Kultur redet, die man schaffen will, dann braucht es immer bei uns den Kunden oder eben das Unternehmen selber, das eben Erfahrung reinbringt aus der Branche strategisch und die Lösungen selbstständig entwickelt. Weil das können wir nicht, weil uns schlichtweg Wissen dazu fehlt. Darum, es gibt nicht eine maßgeschneiderte Lösung, wie eine Kultur in einem Unternehmen aussehen muss. Klar ist aber, und das ist so ein bisschen das Fazit von dem Ganzen, dass es eine Kultur braucht, um eben in die neue Arbeitswelt zu gehen und es nicht langt, einfach nur ein bisschen flexible Arbeitszeiten einzuführen, wie man das häufig hört. Und ich denke, mit dem möchten wir jetzt auch die halbe Stunde abschliessen. Wir bedanken uns mal fürs Erste. Jetzt kommt der Stefan dann wieder zu mir. Und dann würde ich sagen, tun wir noch die Fragen beantworten, oder Marcel? Ja, herzlichen Dank für die eindrückliche Präsentation, Pascal und Stefan. Ist wirklich mega, mega eindrücklich gewesen. Ja, nochmal herzlichen Dank. Jawohl, richtig, ihr habt das richtig gesehen. Wir kommen jetzt zum Teil von der Frage. Es gibt wieder zwei Möglichkeiten, wenn wir so viel sind, dann ich das ein bisschen moderieren. Und zwar gibt es die Möglichkeit 1, ihr könnt in den Chat schreiben, eure Frage. Ich werde die dann an die zwei sehr gerne weiterleiten. Und die zweite Möglichkeit, ihr könnt euch persönlich melden, indem dass ihr eure Hand hebt und ich werde euch dann ja, der Reihenfolge entlang sehr, sehr gerne dran nehmen. Bis eine erste Frage eintrudelnd, würde ich eigentlich gerne mal starten mit einer Frage von mir, die ich mir notiert habe. Und zwar, ja, eben, wie ich gesagt habe, ich finde eure Präsentation wirklich sehr interessant und ein Bereich sehr, und das ist so ein bisschen Sinngebung. Also Arbeit und Sinn ist ja nochmal ein komplett eigenes Themenfeld. Aber vielleicht ganz kurz aus eurer Sicht, wie könnten Arbeitgeber eurer Meinung nach Sinn in der Arbeit vermitteln? Gibt es da irgendwelche Ansätze, die wir auch schon vielleicht als Praxisbeispiel schon gemerkt haben, dass das funktioniert? Oder ist das schwierig, so über einen Kamm zu kehren? Ja, es ist, ich glaube, da muss man wirklich unterscheiden zwischen zwei Ebenen von Sinn. Oder auf der einen Seite haben wir wieder Sinn von der Tätigkeit. Also je nachdem, wie das halt geht, zum Beispiel in der Pflegebranche oder so, haben wir vielleicht, sehen wir den Sinn direkter. Und in einer anderen Branche sieht man vielleicht weniger direkt, aber was sicher auch ein grosser Teil ist in der Sinnhaftigkeit, ist, dass man so ein bisschen Selbstwirksamkeit sieht, oder was trägt ich zu der Mission bei, wo das Unternehmen eigentlich hat, wo mein Arbeitgeber hat. Und dort kann man das natürlich als Unternehmer sehr gut aufzeigen, hey, du machst das und das, den und den Job und du hilfst uns eigentlich wirklich auf dem auf unserem Weg und darum hat dein Job einen Sinn und darum, ja, ist es gut und nützlich, dass du da bist. Mhm.
Herzlichen Dank. Hat bereits jemand, ja, die erste Frage ist eingetrudelt, von Martina Gametter. Wie definiert man am besten Leitplanken? Wie kann man die rechtfertigen, wenn die Fachkräfte so knapp sind? Also, sehr spannende Frage. Leitplanken definieren, das muss man wahrscheinlich auf jeder Ebene in einem Unternehmen. Oder das. Also wir sagen immer, da braucht es am Schluss wahrscheinlich eine Arbeitsgruppe, wo alle Berufsgruppen vom Unternehmen drin sind, alle ihre Ebenen, die das wirklich miteinander diskutieren, damit eben auch alle dahinterstehen können. Das vielleicht mal so grundsätzlich. Wir glauben, die Rechtfertigung lohnt sich das ganz gut. Weil schlussendlich sind auch Mitarbeitende eben sehr froh, wenn sie Richtlinien und Leitplanken haben. Oder es ist dann immer so, dass man das Gefühl hat, oh, das dürfen wir ja auch nicht. Und eben dann andere Unternehmen haben, machen das auch nicht, dann habe ich einen Nachteil. Aber gerade wenn ich das Beispiel Homeoffice aufnehme, ist es für Mitarbeitende ein grosser Vorteil, wenn sie gewisse Richtlinien und Leitplanken eben haben. Und dann lässt sich die, glaube ich, auch sehr gut rechtfertigen. Gerade so, was das Thema Erreichbarkeit in dem Beispiel angeht, oder wo dann häufig Gefahr ist, wenn man die Richtlinien und Leitplanken nicht hat, dass Mitarbeiter sich kaputt schaffen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen immer erreichbar sein und so weiter. Mhm. Herzlichen Dank. Eine weitere Frage vom Stefan. In zahlreichen Unternehmungen bestehen weitreichende interne und/oder externe Lieferverpflichtungen, welche teilweise sehr deutlich mit den Ansprüchen der New Work kollidieren. Form follows function. Wie kann eine solche Spannweite in der Praxis überbrückt werden? Ja, wie gesagt, also New Work ist natürlich eben ein sehr grosser Begriff. Häufig versteht man die Flexibilisierung darunter. Aber am Schluss geht es eigentlich um viel mehr, um die ganze Kultur, die bei uns jetzt sicher am Zentrum steht. Aber am Schluss ist ja die ganze Gestaltung der Arbeitswelt viel mehr als Flexibilisierung in Bezug auf Ort und Zeit. Und dort ist eigentlich genau die grosse Herausforderung. Oder wie kann man die Arbeitswelt so gestalten, dass eigentlich trotzdem nicht möglich eine Flexibilisierung ist? Das ist ja wirklich auch das mit der in der Pflegebranche zum Beispiel oder im Detailhandel, da brauchst du die Leute auch einfach vor Ort. Und das ist eigentlich das Spannende an dieser Kultur, oder? Durch Wertschätzung, durch Partizipation und so weiter, kann man wirklich eigentlich die Jobs, wo die Flexibilisierung nicht möglich ist, auch attraktiv gestalten. Und da vielleicht einfach auch noch ergänzend, was ganz wichtig ist, oder wenn man die Transformation nachhaltig will, dann wird man nicht darum herumkommen, auch über Prozesse, die man bis jetzt gelebt hat, nachzudenken und die zu überprüfen. Und da für mich immer so im Moment ganz ein eindrückliches Beispiel ist die Gastrobranche, wo man ganz viel davon liest, wo 4-Tage-Wochen umstellen, wo teilweise Solarbeitszeiten auch reduziert haben. Und das ist klar, das funktioniert nicht, wenn ich einfach genau mit den gleichen Prozessen weiterarbeite wie bis jetzt. Und ich muss auch die hinterfragen. Und die Bereitschaft vom Management, die muss eben auch da sein. Besten Dank, euch zwei. Eine Frage von Michelle. Inwiefern spielen Arbeitsverträge in der neuen Arbeitswelt eine Rolle? Wenn Fachkräfte so knapp sind, kann ich mich doch auch einfach selbstständig machen und Projekte von verschiedenen Unternehmen herauspicken, die mir gefallen. Ist das so? Ja, das ist sicher etwas, was in der neuen Arbeitswelt das Thema ist. Das ganze Gig-Working und so weiter. Oder wie, es gibt sicher auch neue Formen von Arbeitswelt. Wie will man zusammenarbeiten? Wie findet die Arbeitsverhältnis statt. Aber am Schluss ist es, glaube ich, für sehr viele Leute auch spannend, um einfach die Kontinuität zu haben, um auch die Sicherheit zu haben, die ein Arbeitsvertrag bringt. Und am Schluss ist es wirklich so Angebot gegen Angebot. Ich meine, wenn ein Unternehmen das Paket bietet, dass man bereit ist für die Kontinuität, dann hat ein Arbeitsvertrag sicher sehr viel Sinn und Berechtigung. Und auf der anderen Seite, wenn halt die Arbeitsverträge nicht attraktiv sind im Verhältnis, dann ja, wird es auf das rauslaufen, dass sich jeder einzelne selbstständig anbietet. Aber ich glaube, da können Unternehmen sehr wohl etwas bieten, dass man weiterhin Leute hat, die fest angestellt sind. Mhm, herzlichen Dank. Sophia Müller, du hast die Hand gehoben. Du darfst sehr gerne deine Frage stellen, aber zuerst musst du noch kurz das Mikrofon entstummen. Danke vielmals. Meine Frage wäre, wenn das mittlere Management dem ganzen Transformationsprozess kritisch gegenübersteht, was für Massnahmen schlägt ihr da vor oder wie geht ihr mit dem Thema um? Das ist, danke Sophia, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und das ist auch der Grund, wieso wir, wie sagen, zuerst bevor ich die New Work Tools, die Struktur kann einführen, muss ich die Kultur schaffen. Weil häufig ist wirklich dort das Problem, dass die Kultur im obersten Management gar nicht vorhanden ist, um überhaupt dort anzuwählen, sondern man will einfach ja auch
zu den modernsten, attraktivsten Unternehmen gehören, weil auch der New Work mitgehen, aber eigentlich hat man noch nicht mal die Kultur. Das ist tatsächlich auch bei uns so im Bereich Kundenakquise ein ganz grosses Thema. Das viel wenden Themen, wenn schnell Erfolg, aber man ist sich gar nicht bewusst, was alles dahinter steckt. Ich glaube, was man machen kann, ist wirklich, und das ist auch in unserem Angebot dann so, dass man Wissen vermittelt. Also ganz ein grosser Teil am Anfang ist sensibilisieren, einfach das Wissen reinträgen. Ich meine, wir sind da jetzt wahnsinnig oberflächlich gewesen in einer halben Stunde, aber ich glaube, wenn man das Wissen in der Tiefe verstanden hat oben drin, ich glaube, dann ist nachher auch viel mehr klar, wie die Wege könnten sein, wie es könnte gehen. Also ganz viel Sensibilisierung, aber das ist natürlich ein schwieriges Thema. Vor allem intern, wenn du in-house das Ganze musst machen. In-house ist, glaube ich, gerade das richtige Stichwort, weil der Martin Palli hat noch eine andere Frage gehabt. Das Wort Kunde ist noch nicht gefallen. Was hat der für einen Beitrag zum Sinn? Für einen Beitrag zum Sinn, der Kunde? Genau. Also ich verstehe, ich weiß nicht. Also meinst du zum Beispiel, wenn man quasi, dass man das Kundenbedürfnis befriedigt, dass das der Sinn ist vor Arbeit? Oder wie ist die Frage gemeint? Vielleicht Martin, kannst du kurz präzisieren? Ja, also mir fällt auf in der ganzen Diskussion, dass man da aus Sicht von der Generationen redet, XYZ oder was auch immer, ohne aus Sicht von der Lösung oder von einem Kundenpain oder zu schauen. Weil die Generation spielt ja eigentlich spielt überhaupt keine Rolle, eigentlich, wenn man aus Sicht von der Lösung oder aus Sicht vom Kunden schaut. Man hat früher schon die Idee gehabt, Kunden mit einzubeziehen. Also es gibt Firmen, die sind auch heute noch so aufgestellt. Dort wird an Lösungen geschafft, indem man mit den Kunden zusammen die Lösung entwickelt. Und das sind also Themen, wo ich feststelle, dass die einfach so verschwindet oder es redet niemand darüber. Man ist sehr ich-orientiert oder firmaseitig orientiert, aber man nimmt viel weniger als, ich sage jetzt früher, ist ein blödes Wort, viel weniger den Hut vom Gast oder vom Kunden und schaut von dem aus und überlegt sich oder fragt sich, ja, was ist jetzt überhaupt aus Sicht vom Kunden wichtig? Und das betrifft auch Mitarbeiter. Wenn man in einem Hotel ist, dann ich als Gast in einem Hotel, dann schaue ich die Mitarbeiter an und dann finde ich die toll oder finde sie nicht so toll. Aber das spielt überall eine Rolle und auch im B2B-Business oder egal wo. Es ist einfach immer und absolut wichtig, der Kunde, weil ohne Kunde gibt es keine Sales, gibt es keine Löhne, gibt es nichts. Absolut, ja. Das ist ja genau das Spannende, oder? In dieser Dienstleistungsbranche, sagen wir mal, wenn du als Unternehmen eine Kultur hast, wo die Leute motiviert sind, die wirklich auch ja, für den Job einstehen, das gerne machen, oder haben die natürlich auch ganz eine andere Wirkung auf den Kunden. Und nachher geht man genau die extra Meile und bezieht mal den Kunden ein. Das heisst jetzt natürlich nicht, bei uns in unserem Prozess von Unternehmensberatung ist das eigentlich nicht ein Teil davon, dass wir Kunden zusammenarbeiten. Unsere Kunden in dem Sinn sind die Mitarbeitenden. Und die werden natürlich auch sehr stark mit einbezogen. Aber das ist sicher ein grosser Effekt, den man hat, wenn man eine sehr gute Kultur hat, das ist ja nachgewiesen, dass sich das dann auch positiv auf den Kunden auswirkt. Mhm. Herzlichen Dank. Wir haben eine nächste Frage von Michel. Lebenslanges Lernen gilt meines Erachtens bereits seit 1969, also mit der dritten industriellen Revolution und speziell mit der vierten industriellen Revolution, ist der Fachkräftemangel nicht auch hausgemacht, sprich ein großer Teil der Firmen haben die Mitarbeitenden nur immer arbeiten lassen und nun werden die über 50-Jährigen entlassen, weil sie nicht mehr mitkommen. Ja, sehr spannend und ganz sicher so auch nicht ganz falsch aus unserer Sicht heraus. Darum weisen wir auch da, oder darum haben wir das Thema auch aufgenommen und ist wichtig, dass Unternehmen das heute verstehen, weil wenn man heute nicht reagiert oder und heute die Leute eben ausbildet, dann wird man in Zukunft genau das Problem noch viel verschärfter haben. Und dass es heute schon so ist, ist das sicher ein Mitfaktor. Aber ich glaube, wir haben auch ein bisschen versucht aufzuzeigen, oder der Fachkräftemangel, das ist ein Teil, ist aber viel komplexer. Das kommt wirklich aus einer Anzahlmäßig, wo schon nicht genug Leute da sind und so weiter. Also nur hausgemacht denken wir oder denke ich nicht, dass es ist. Aber ganz klar, Unternehmen sind in der Verantwortung, heute zu reagieren. Das sehe ich genau gleich, dass eben Mitarbeitende in Zukunft eben auch gut oder so aufgestellt sind, dass sie die Jobs von denen auch machen können. Und die Herausforderung, die wir haben, ist, dass der ganze Prozess natürlich immer noch schneller geht, oder? Durch die ganzen industriellen Revolutionen und so weiter. Das heisst, es ist noch viel wichtiger, zum jetzt zu reagieren.
Herzlichen Dank. Die nächste Frage vom Damir. Wie ist eurer Erfahrung nach die Akzeptanz von bestehenden Führungskräften, Verantwortungen, Entscheidungen und damit auch Macht zu übergeben? Verhindern klassische Führungskräfte den Fortschritt in Unternehmen? Ja, am Schluss ist sicher jede Veränderung eine Herausforderung, oder? Und das ist für jede Person so, also egal ob, wer das ist. Und was sicher der Weg dagegen ist, ist, dass man das Verständnis schafft, oder dass man nicht einfach sagt, hey, du musst jetzt Macht abgeben, du musst jetzt flache Hierarchie und so weiter, sondern dass man das wirklich auch schärft, hey, von wo kommt das Ganze, warum muss ich das, was haben wir natürlich auch davon, oder? Am Schluss hat natürlich auch ein Vorgesetzter etwas davon, wenn seine Mitarbeiter freier schaffen, selbstständiger schaffen, wenn er nicht mehr alles kontrollieren muss. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, dass man das Bewusstsein dafür schafft, dass man sich ändern muss, dass sich auch für sich selber lohnt und dass kein Verlust ist, die Macht abzugeben, sondern dass es eigentlich ein Gewinn ist. Aber vielleicht auch hier noch schnell ganz kurz, also das sehe ich genau gleich. Aber es ist tatsächlich so, dass häufig das Hauptproblem ist, dass die Führungspersonen eben mit Macht abgeben und dort oben gebremst wird. Und das ist sicher ein Faktor. Ich glaube, die Herausforderung, die wir alle haben, und das ist eben auch spannend in der neuen Arbeitswelt, haben wir auf der Stufe Basismitarbeiter schon, um eben aktiv angehen und aufzeigen und versuchen zu sensibilisieren, das, was der Stefan gesagt hat. Also das sind alle auch ein Stück weit selber in Verantwortung. Herzlichen Dank. Die nächste Frage kommt von Ursina Bühler. Auf welchen Quellen beruhen die Daten, Zahlen auf den letzten Folien? Wie haben sich die Zahlen seit Corona verändert? Könnt ihr dazu Aussagen machen? Also wir hatten verschiedene Quellen gehabt. Also jetzt gerade die mit dem finanziellen Erfolg, das ist von einer deutschen Studie, die ist, dort haben wir einen Link sicher, ja, die habe ich nicht im Kopf, wie sie heisst. Die anderen zwei, also das können wir gerne nachher noch schicken, die anderen zwei sind aus dem Gesundheitsförderung Schweiz, sind so eine Untersuchung aus dem Jahr 2020, wo wirklich eigentlich die mentale Gesundheit der Schweizer Arbeitsbevölkerung untersucht. Und das sind wirklich Zahlen von Ihnen mit den 28,7% von emotionaler Erschöpfung und den 7,6 Milliarden, die kommen von dort. Wie sich die Zahlen verändert haben während Corona, ist eine gute Frage. Ich gehe davon aus, dass nächstes Jahr der Bericht rauskommt, aber zu dem können wir jetzt halt wie noch nichts sagen. Besten Dank. Die nächste Frage wieder von Michel. Wie bringt man denn Ich bin der Chef-Typ dazu, sich zu wandeln? Ja, eben, genau das Thema wieder. Das ist wirklich das Wissen. Wir müssen Wissen in Unternehmen bringen, Wissen auf die Stufe bringen, um eben aufzuzeigen, dass New Work eben nicht einfach nur ist lässig und gut und rechnen alles, sondern dass es eben so zentral ist, damit in Zukunft überhaupt noch genügend Leute finden werden. Also das ist wirklich sensibilisieren und Wissen aufbauen. Die nächste Frage von Martin. Warum ist der Anteil Homeoffice wieder wie vor der Pandemie? Quelle, weiß ich nicht mehr, eventuell Tagi oder NZZ. Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Das hat einen Haufen Gründe. Also die einen sind sicher, es gibt die Chefs, die sagen, hey, zack, ich will zurückkommen. Das ist, ja, natürlich mal eine vorschnelle Entscheidung. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass es einen Haufen Leute gibt, die wieder zurückkommen wollen, ins Büro arbeiten. Und gleichzeitig ist es auch so, dass es zum Teil auch einfach nötig ist. Warum es wieder gleich viel ist, sind jetzt auch recht viele. Aber ja, im Detail können wir es natürlich nicht erklären, wenn wir es ja auch nicht sehen, von wo das kommt. Aber ein Stück weit ist sicher eine Richtlinie, wo man darüber streiten kann, ob das gut ist oder nicht. Das andere ist sicher ein persönliches Bedürfnis. Und ja, ich denke, das sind die zwei Sachen. Ja, nein, aber zeigt auch ein bisschen, finde ich, die Komplexität von diesen Themen auf. Also eben, New Work ist nicht gemacht mit einfach, okay, alle machen Homeoffice. Das zeigt eben auch auf, dass ganz viele Leute das vielleicht gar nicht wollen, oder? Und über das muss man eben diskutieren und da wirklich Lösungen auf der Stufe Mitarbeiter auch finden. Das finde ich darum auch sehr spannend. Vielleicht noch zu eurem Hinweis von vorher. Der Michel hat da noch etwas ergänzt. Er hat noch geschrieben, aber die Cheftypen sind sehr, sehr beratungsresistent. Wenn ihr da dazu auch noch etwas sagen. Ja, das ist ein bisschen unser täglich Brot. Nein, ist manchmal vielleicht schon so. Klar, aber das hat ja häufig auch eine Berechtigung, oder? Wieso das, also Chefs sind nicht grundsätzlich schlecht und sehen das nicht, sondern die haben ja auch Gründe, wieso sie gewisse Sachen so sehen. Und das ist auch das, was wir in unserem Angebot sagen. Wir haben null den Anspruch, in Unternehmen hineinzugehen und zu sagen, so ist es und so muss es gemacht werden. Also man muss genau diese Sachen miteinander verknüpfen, weil das hat beides eine Berechtigung. Aber das ist manchmal sicher sehr, sehr schwierig. Ja.
Dann eine Frage für Serena Wenzin. Welches Menschenbild vertritt Fundamensch? Was sind eure Werte? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe, aber grundsätzlich, sonst musst du einfach noch genauer nachfragen, Serena. Aber grundsätzlich sind wir sicher der Meinung, dass Menschen gerne arbeiten, dass sie dazu da sind, dass sie die Arbeitswelt auch gestalten wollen, wenn es Chancen gibt. Und dass eigentlich grundsätzlich jeder Mensch einen Teil beitragen will, in welcher Form auch immer. Beantwortet das deine Frage? Oder kannst du es sonst noch präzisieren? Nein, ihr habt es auf den Punkt gebracht, danke. Aber ich denke, das ist wirklich eine Grundsatzfrage, die sich die Unternehmen auch stellen müssen. Es gibt ja immer auch die Leitbilder, die mehr oder weniger gelebt werden, vielleicht gewissen bekannt, anderen unbekannt. Aber gerade wenn es um den Wertewandel geht, muss man natürlich über alle Hierarchiestufen auch wissen, für was steht überhaupt das Unternehmen. Da kann jeder Mitarbeiter auch entscheiden, entspricht die Wertekultur auch meiner persönlichen Kultur. Ja. Nochmal eine Frage von Damir. Jede Vorgesetzte oder Vorgesetzter freut sich bestimmt, Verantwortung zu übergeben. Wie viele davon sind aber auch bereit, entsprechend ihren Zahltag zu kürzen? Korrelation von Verantwortung und Lohn? Fragezeichen. Jawohl, da tut sich ein sehr spannendes Feld offen mit den ganzen Löhnen und der ganzen Bezahlung, wo sich ja auch ganz neue Fragen stellen. Wir reden auch von dem New Pay beispielsweise, wo wir allgemein uns Gedanken machen, wenn sich Verantwortung, Kompetenzen verändern, wie verändern sich dann beispielsweise eben auch Löhne. Und das wird spannend sein, um das Ganze noch zu sehen. Frage ist auch, oder mal Grundsatzfrage auch vielleicht zu führen, das würde jetzt aber da den Rahmen ein bisschen sprengen, für was muss ein Lohn überhaupt da sein oder was soll ein Lohn überhaupt bewirken? Muss jemand einfach davon leben können und macht einen Mindestlohn und wird aber sonst ziemlich hart noch Verantwortung gezahlt? Oder ist es beispielsweise auch ein Modell, das gibt erste Unternehmen, die sie führen, dass jeder sagt, hey, ich brauche das und das, um ein gutes Leben zu haben, also zahlt mir mein Unternehmen den und den Lohn. Also da tun sich ganz neue, spannende Felder auf. Besten Dank. Jetzt bisher haben wir noch keine weiteren Fragen. Wenn jemand gerade noch eine Frage hat, dann sehr, sehr gerne nochmal entweder im Chat oder per Handheben eine weitere Frage stellen. Warten wir es noch 10, 15 Sekunden. Silvana Möhr fragt noch, kannst du das mit dem Lohnansatz noch etwas ausführen? Ja, kann ich gerne machen. In Bezug auf was oder was genau? Hast du noch etwas präzisieren, Silvana? Nein, mehr das, was du jetzt vorher angetönt hast, vielleicht noch in zwei, drei Sätzen ein bisschen neuer ausführen. Also der ganze Bereich New Pay und so, meinst du? Genau. Ja, eben, also klar ist, dass wir ja jetzt in der neuen Arbeitswelt, wir reden von mehr Selbstbestimmung, wir reden von lebenslangem Lernen, also unsere Mitarbeitenden in allen Unternehmen müssen auch heute viel mehr investieren in den Job, vor allem wenn man das aufs ganze Leben oder auf die ganze Berufstour, wo man tätig ist, anschaut. Und das heisst, dass wir sowieso werden müssen über das Thema Lohn diskutieren, aus der Sicht heraus schon, sprich, wir müssen überlegen, wer verdient überhaupt wie viel und was ist da der Ansatz. Das Zweite, was sicher kommt, das ist das, was der Stefan ein bisschen ausgeführt hat, ist die rein volkswirtschaftliche Ebene. Also gelingt es uns beispielsweise noch, in 10 Jahren alle Leute zu beschäftigen oder gibt es denn tatsächlich auch Leute, die einfach von der Qualifikation und so weiter nicht mehr können beschäftigt werden in dem System? Und dann müssen wir anfangen, auch über politische Wege wahrscheinlich gehen und so Themen wie Grundeinkommen und so weiter zu diskutieren. Und das ganze New Pay, das ist auch etwas, wo im Moment sehr viele Unternehmer sich genau schon sich mit diesen Fragen auseinandersetzen und eben die Grundsatzfragen mal aufzustellen, was muss ein Lohn überhaupt heutzutage können? Weil bis jetzt kennen wir nur ein System oder ja, ist es einfach umso mehr Verantwortung finanzieller Natur, dass ich Hand sehr überspitzt sage. Oh, jetzt höre ich mich. Ist sehr überspitzt gesagt, aber umso mehr verdiene ich halt einfach auch. Und das sind sicher Ansätze, die in Zukunft so nicht mehr funktionieren, wenn Hierarchien flacher werden und eben Teams selbst organisierter schaffen. Besten Dank. Eine weitere Frage ist von Martina und das ist schon eine von der letzten, weil wir noch etwa 3-4 Minuten. Gibt es denn so viele Mitarbeiter, die Verantwortung übernehmen wollen? Die Y sind ja noch nicht so vertreten.
Ja, das ist natürlich sehr schwierig, das absolut zu beurteilen, aber ich bin eigentlich der festen Überzeugung, oder wir sind der festen Überzeugung, dass Leute grundsätzlich Verantwortung übernehmen wollen, solange sie das auch können und solange sie sich fähig fühlen dazu. Und das ist natürlich auch ein sehr starkes Gefühl, das man vermitteln kann, respektive das Umfeld, das das ausmacht. Oder? Und ich glaube, im richtigen Umfeld, wenn sehr viele Leute die Verantwortung übernehmen, so wie es für sie richtig ist, und das würde uns eigentlich schon sehr viel weiterbringen. Besten Dank. Dann nochmal eine Frage von Michel. Habe noch nichts gehört über den Arbeits- und Organisationsformen, Stichwort Agilität, zum Beispiel Holacracy. Ja, ist wieder ein ganz neues Feld, wo dann viel mehr in den Strukturen drin ist. Wie man strukturell in Unternehmen eben dann wirklich aktiv kann etwas verändern. Wir haben uns da jetzt bewusst auf so ein bisschen das Kulturelle oder Übergeordnete fokussiert. Aber ja, also das ist absolut sind das Themen, wo genau da reinfließen. Genau. Dann geht nochmal, wir haben noch ein bisschen Zeit. Eine Frage von Damir gekommen. Was für eine Ausbildung würdet ihr der jetzigen Jugend empfehlen, um für die Zukunft bestens vorbereitet zu sein? Ja, das ist natürlich sehr eine schwierige Frage, weil man weiß wirklich nicht, in welche Richtung geht es. Es ist eine ganze Unsicherheit von der Arbeitswelt. Ja, also wirklich gerade ein Beruf kann er nicht sagen. Ja. Und vielleicht hast du eine Idee, aber... Nein, ich glaube auch, es geht auch viel mehr darum, dass wir als Gesellschaft oder auch in der Unternehmenslandschaft und in der Bildungslandschaft uns, dass wir allgemein Berufe attraktiv machen und dass wir dort... Also ich glaube nicht, dass es jetzt darum geht, aus dem Ganzen muss ich sich für gewisse Berufsrichtungen zu entscheiden, weil ich dort einfach mehr Zukunft habe, sondern dass wir als Gesellschaft eben Lösungen finden, wie wir eben allen können, sinnstiftend und ja, eine Arbeit anbieten. Und das wissen wir heute auch. In 10 Jahren wird es wahrscheinlich Jobs geben, wo Leute einfach gehen, mit Hunden laufen oder wo Gartenarbeit machen und so weiter, was in dem Sinn nicht produktiv oder nicht einen finanziellen Mehrwert gibt, aber was halt Sinnhaftigkeit gibt. Und dann muss man sich überlegen, wie zahlt man denn das Ganze in einer Volkswirtschaft. Mhm. Und ich glaube, über diese Themen werden wir uns müssen unterhalten, da sind wir ganz sicher. Und ich finde deine Frage, gibt mir gerade noch so einen spannenden Ansatzpunkt für eine ganz andere Diskussion, oder? Ist eine Ausbildung überhaupt noch zeitgemäß oder ist es vielleicht in 10 Jahren so, dass man nicht mehr einen Beruf lernt, sondern gewisse Kompetenzen und nachher die Kompetenzen im Unternehmen auf dem Job entsprechend anwendet und das Zeug für einen Job erst dort vor Ort lernt. Das wäre dann aber ganz eine andere Diskussion wieder. Aber sicher sehr spannend. Ja, ich glaube, ich spreche im Namen von allen, weil ja doch das Engagement sehr, sehr gross war und auch die Leute, die zugelassen haben. Ich glaube, es war der Learn and Lunch mit den meisten Teilnehmern. Also herzlichen Dank, Pascal und Stefan.